The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Der Beweis, den die Welt braucht. Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Die Veränderung des Charakters soll für die Welt das Zeugnis der innewohnenden Liebe Christi sein. Der Herr erwartet von seinem Volk den Beweis, dass die erlösende Macht der Gnade an einem fehlerhaften Charakter arbeitet und ihn dazu veranlassen kann, sich harmonisch und gleichmäßig zu entwickeln und überaus fruchtbar zu sein. Wenn wir aber Gottes Absicht erfüllen sollen, muss zuerst ein vorbereitetes Werk geschehen. Der Herr fordert uns auf, aus unserem Herzen alle Selbstsucht hinauszuwerfen, die ja die Wurzel der Entfremdung ist. Er sehnt sich danach, seinen Heiligen Geist in reichem Maß auf uns auszugießen, und er fordert uns auf, den Weg durch Selbstverleugnung zu ebnen. Wenn das Ich Gott übergeben worden ist, werden unsere Augen geöffnet, damit wir die Steine des Anstoßes sehen, die wir durch unsere fehlende Christusähnlichkeit anderen in den Weg gelegt haben. Gott bittet uns, diese zu entfernen. Er sagt: Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Dann dürfen wir die Gewissheit eines David haben, der nach seinem Sündenbekenntnis betet: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Wenn die Gnade Gottes unser Inneres regiert, wird die Seele von einer Atmosphäre des Glaubens und des Mutes und der christusähnlichen Liebe umgeben sein. Von einer Atmosphäre, die das geistliche Leben aller stärkt, die sie einatmen. Jeder, der an der vergebenden Liebe Christi Anteil hat, jeder, der durch den Geist Gottes erleuchtet und zur Wahrheit bekehrt worden ist, wird empfinden, dass er für diese kostbaren Segnungen jedem etwas schuldet, mit dem er in Berührung kommt. Menschen, die demütigen Herzens sind, wird der Herr benutzen, um Seelen zu erreichen, welche die eingesegneten Prediger nicht ansprechen können. Sie werden bewegt, Worte zu sprechen, die die rettende Gnade Christi deutlich machen. Und indem sie anderen ein Segen sind, werden sie selber gesegnet. Gott gibt uns Gelegenheit, seine Gnade mit anderen zu teilen, damit er uns mit mehr Gnade erfüllen kann. Hoffnung und Glaube werden sich verstärken, wenn das Werkzeug mit allen Talenten und Fähigkeiten arbeitet, die Gott ihm geschenkt hat. Es ist sein Wille und Plan, ein göttliches Werkzeug zu haben, das mit ihm zusammenarbeitet. The Lord is coming. Are you ready?